Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln hätte einen entscheidenden Schritt in der Tabelle machen können, hätte an Bielefeld und ich glaube sogar an Hertha vorbeiziehen können, aber der erste FC Köln wäre nicht der erste FC Köln, wenn er diesen Schritt nicht nur nicht machen würde, sondern dabei über das Tigerfell auf dem Boden stolpern würde und das komplette Silberbesteck auf dem Boden verbreiten würde und sich noch selber einen Weinfleck dabei machen würde. Und so verliert der erste FC Köln durch 2 Elfmetergeschenke und eine schlecht verteidigte Ecke 3:0 gegen die TSG aus Hoffenheim. Dieses Spiel bespreche ich jetzt mit meinem Standard-Co-Moderator und gern gesehenen Begleiter, dem Marco. Moin, Marco. Hi, ja. Da kann man nicht so viel zu sagen. Da sagt die Anmoderation eigentlich schon alles. Eigentlich könnten wir jetzt die Sendung beenden. Ja, dann war es das auch für heute. Wir hören nächste Woche wieder. Wir sind trotzdem hier. Nee, ein bisschen was musst du doch dazu sagen. Vielleicht gar nicht so viel über das Spiel, weil ich glaube tatsächlich, die Geschichte schnell erzählt, aber es gibt ja auch genug andere so gesamtbildliche Gemengelagen um den Verein. Und deswegen haben wir uns jemanden eingeladen, den ihr alle kennt und alle liebt und alle gern habt. Der Bucki ist da. Moin Bucki, grüß dich. Guten Abend, hallo, moin. Ich habe bei Twitter eine Umfrage gestartet unter unserem Podcast-Account, die ihr mir gleich selber mal beantworten dürft, was ihr da angekreuzt hättet oder habt. Die Umfrage lautete: Die heutige Niederlage, also ne, gestern, die heutige Niederlage des FC, A, freut mich, B, ist mir egal, ich fühle absolut nichts mehr in Bezug auf den FC, C, tat weh, oder D, sonstiges. Wie hättet oder habt ihr da abgestimmt, wenn ich dann fragen darf? Ich habe nicht abgestimmt, ich sehe die Umfrage gerade zum ersten Mal, Schande auf mein Haupt, aber es wäre definitiv 2 oder B gewesen. Also ich bin, was das angeht, echt innerlich tot aktuell. Ich habe das echt gestern alles nur noch resignierend hingenommen. Das 0:3 habe ich schon gar nicht mehr gesehen, da war der Fernseher schon aus. ich habe keine Ahnung, es ist einfach... Wie du vorhin schon sagtest, der FC hätte einen Sprung machen können und damit war für mich eigentlich auch schon klar, wie das Spiel ausgehen wird. Und Marco, was ist deine Wahl gewesen? Ich habe ehrlicherweise abgestimmt, weil ich wusste, dass so eine Frage kommt und ich dann mir nicht so viel Gedanken machen muss. Also ich habe zwischen auf C abgestimmt, aber es ist irgendwas zwischen B und C. Also irgendwo diese Resigniertheit, die der Bucki da anspricht, die ist bei mir mittlerweile auch da. Es ärgert mich aber noch zu sehr. Deshalb, also es ist noch weit davon entfernt, dass ich nichts mehr fühle, aber es ist schon so dieses, ja, aber ich meine, davon war ich ausgegangen, dass das Spiel so läuft. Mhm. Es war mir eigentlich genau klar, dass wir genau so ein Spiel spielen. Ja. Also unsere Hörer haben zu 53,7% Schmerz angekreuzt, 37,5% egal, 7,4% sonstiges und 1,5% Freude, das waren bestimmt die beiden HSV-Fans in unserer Hörerschaft. Liebe Grüße an den Helücht an dieser Stelle. Aber ich stelle mal eine Frage, ne? Also apropos Helücht, wo ich den gerade erwähne, der hat nämlich eigentlich eine ganz spannende Statistik hier unter unserem Post drunter geschrieben. Und zwar hat er eigentlich dargelegt, dass der FC gar nicht mal so schlecht war. Wir führen nämlich tatsächlich in allen Kategorien, also wir haben im Endeffekt jede relevante Statistik zu unseren Gunsten entschieden. Also wir haben hier 4:3 Großchancen, sagt der Helücht, 1:0 Aluminium, 79-74% Passquote, 83-76% Zweikämpfe. Deswegen frage ich euch mal, war das eigentlich ein schlechtes Spiel, was der FC da gemacht hat? Ah, schwierig. Zahlen sind ja im Endeffekt auch immer nur viel was für Mathematiker und aber man muss halt immer auch mal das Große und Ganze sehen. Ne? Klar hast du einerseits 3:0 verloren, das steht auf der einen Seite, liegt aber nun aber auch daran, dass du halt den Leuten, sag ich schon, den Hoffenheimern da halt aber auch 2 Tore mehr oder weniger mit 11 Metern geschenkt hast. Andererseits hast du natürlich aber auch wieder rum Pech gehabt oder beziehungsweise und
Unvermögen, ne? Also da erinnere ich mich an den Kopfball, der an den Pfosten springt. Gut, Elfmeter 50-50, entweder geht er rein oder du verschießt. Passt natürlich momentan auch mit in die Situation rein. Dann kommt noch eine Großchance, von der ich gehört habe, die Modest nachher noch hat liegen lassen, die ich dann halt aber auch nicht mehr gesehen habe. Du kannst natürlich vielleicht mit ganz viel Glück 3-3 sogar noch spielen. Allerdings bist du momentan aber auch einfach nicht in der Situation, dass du dieses Glück hast, weil hätten wir jetzt ein Phrasenschwein, würde ich jetzt reinwerfen, aber wenn du halt unten drin stehst, dann hast du halt aber auch manchmal dieses, fehlt dir halt auch dieses Glück, um dann halt auch mal so eine Spiele zu punkten. Ja, bin ich eigentlich ganz bei dir, Bucki. Ich habe auch gedacht, in der Sekunde, wo der Ball von Wolf an den Pfosten geht und dann wieder raus, anstatt ins Tor rein zu plumpsen, da war mir irgendwie klar, heute wird nichts mehr gehen. Also das war doch, glaube ich, kurz vor vom Abpfiff der ersten Halbzeit, ne? Mhm. So 45. plus 1 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und da habe ich gedacht, wenn da jetzt ein Tor fällt, dann 2-1, dann geht was. Aber in der Sekunde, wo der Ball wieder rausploppt, war klar, heute ist einer dieser Tage, wo nichts geht. Und ich finde, wir sollten auch mal auf die beiden Tore schauen, die da schon gefallen sind. Ja, ne, das erste eigentlich, eigentlich FC in a nutshell, ne? Die Hände da irgendwo über dem Kopf, wie so ein Mannequin, wo man so von unten Luft reinpumpt, was dann so Wedelarme hat. Kennt ihr die bei so Autos? Ja. Ne, so sah das ein bisschen aus bei Sava Cestic. Ich meine, ich bin weit entfernt davon, dem 19-Jährigen dann einen Vorwurf zu machen. Ne? Der wird aufgestellt, das finde ich auch gut. Ich bin voll für den Jugendtrend und 10-mal lieber eher als halt ein Psychos, der dieselben Fehler macht mit 10 Jahren mehr am Buckel. Aber wenn du ihn aufstellst im Abstiegskampf, musst du damit rechnen, dass er eben so leicht vermeidbare Fehler macht. Wie auch gegen Schalke da, diese Dribbelfehler und sowas. Ja, aber ist natürlich bitter, ne? Die neue Elfmeterregel sieht vor, dass es dafür Elfmeter gibt, obwohl es natürlich keine Absicht war. Der hat nie im Leben vorgehabt, mit der Hand den Ball zu spielen. Aber das sagt die Regel ja nicht mehr. Die Regel sagt irgendwie unnatürliche Körperhaltung und sonst irgendwas, Verbreiterung der Körperfläche, bla bla blub. Ja, und dann muss man da wohl Elfmeter geben, oder? Ja, beschwert sich ja auch keiner. Also von daher, ne, die Spieler wissen halt in dem Moment ganz genau, okay, war ein klares Handspiel, Ende aus, Elfmeter. Also da wird sich dann auch gar nicht mehr beschwert. Vielleicht ist es aber auch schon ein Resignieren auf dem Platz, nachdem man so, wie ist das, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Elfmeter das jetzt diese Saison gegen uns war. Ich glaube, der 8., damit haben wir einen Bundesliga-Rekord eingestellt. Ach, wisst ihr, wer den vorherigen Bundesliga-Rekord gehalten hat? Elfmeter pro Saison. Auch der erste FC Köln. Ja, richtig. In der Saison 2017-18. Also in dieser Abstiegs-Stöger-Rotenbeck-Saison. Ja, da haben wir auch 8 und jetzt haben wir noch 16 Spieltage zu gehen. Ich behaupte mal optimistisch, wir werden diesen Rekord brechen dieses Jahr. Das Ding holen wir noch. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich schon am nächsten Sonntag. Ja, wahrscheinlich. Ja, also ich meine, ja, also das ist so ein Ding. Ich frage mich, warum hat er den Arm so weit oben? Also ich habe mir das nochmal angeguckt, auch in der Wiederholung, und ich verstehe nicht, wie er so, warum er den Arm da oben hat. Also ich meine, das, warum? Also holt der Schwung oder was? Es ist für mich völlig, völlig leierhaft, warum der Arm überhaupt da oben ist. Ja, der Körper macht ja manchmal ganz komische Dinge, von die man selber gar nicht will. Ja, gut. Ja, also. Ja, aber das dann eventuell noch aus vorangegangenen Bewegungen sind oder keine Ahnung, vielleicht hat er auch einfach einen Krampf gehabt, irgendwo hat sich was eingeklemmt im Rücken oder was weiß ich. Es ist halt unglücklich gelaufen und es passt einfach komplett in die Situation rein. Es gibt dazu gleich noch die gelbe Karte für ihn, das ist klar. Und dann hast du dann aber auch schon gemerkt, dass bei ihm dann so langsam so ein bisschen mehr und mehr die Lichter ausgingen und es dann auch langsam echt gefährlich wurde mit ihm. Ne? Also rein theoretisch, nach 30 Minuten auswechseln war fast schon zu spät. Also ich hätte fast sogar noch lieber früher runtergenommen, um vor sich selbst zu schützen ein wenig. Ne? Ja, apropos, hätte man überhaupt mit dieser Startelf ins Rennen gehen sollen? Weil der Name Meré hat sich doch schon angeboten, oder? Nachdem Rafa Tsichos verletzt war und Cestic halt auch gegen Schalke nicht so toll aussah. Da haben bestimmt einige FC-Fans den Meré erwartet. Was sagt denn ihr zu dieser Personalie, dass der nicht gespielt hat? Also dann eingewechselt wurde der 30., aber nicht in der Startelf. Ja, also ich sag mal vorsichtig, das Ergebnis sehen wir ja. Also ich sag mal, Meret ist gekommen, nachdem es 2-0 stand für Hoffenheim. Und
das 3-0, also, das hat er ja nicht zu verschulden gehabt. Also ich fand, Meret hat seine Sache da sehr, sehr ordentlich gemacht. Ich finde, der hat auch den Spielaufbau etliche Male gut vorangetrieben. Und ich sehe ihn auch, also ganz ehrlich, wenn ich einen nicht in der Dreierkette sehe, dann ist es Rafael Tsichos. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich so viel Häme und so viel Mist, wie ich vorher über Jannes Horn ausgeladen habe, ich muss den zum ersten Mal gefühlt loben. Weil ich finde, dass Jannes Horn aktuell der in der Defensive ist, der am wenigsten negativ auffällt. Ja, ich finde Bonau jetzt auch nicht negativ auffällt. Ja, aber ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, dass Tsichos, das Tsichos sei schon, das hier, ach, hier, nein, wie heißt er, habe ich gesagt, Jannes Horn in den letzten Spielen einen Patzer irgendwie da drin hatte. Ich finde, der spielt für das, was wir von ihm gewohnt sind, sehr, sehr, sehr solide. Das hätte ich im Leben nicht erwartet. Er hat sogar geschafft, sich nach vorne einzuschalten, ne? Genau. Das ist schon eher selten, das stimmt. Kannst du dich erinnern, dass ich immer schon gesagt habe, dass der in der als linker Innenverteidiger in Dreierkette gar nicht so schlecht ist? Da siehst du, dass meine Worte bestätigt werden. Das hat er in der Rutenbeck nämlich auch schon mal gespielt. Und da fand ich ihn immer ganz gut eigentlich. Ich muss auch sagen, ich fand da links draußen Katterbach gar nicht schlecht. Der hat ein paar Flanken geschlagen, wo ich mir dachte, wenn da ein Stürmer stünde, also ein Großgewachsener, ein Anderson, hätte dafür Gefahr gesorgt werden können. Ja, aber um zurückzukommen auf Meret, ich frage mich schon, was der verbrochen hat, dass der da gar nicht im Kader war und jetzt auf der Bank saß, obwohl da ja jetzt so eine relativ notdürftige Dreierkette da gestrickt wurde mit Jannes Horn und eben Cestic, der jetzt sehr jung ist. Ja, so ganz erschließt sich mir da diese Personalpolitik von dem Herrn Gisdol nicht. Nö. Also ich gehe davon aus, dass Meret auch gegen Bielefeld spielen wird. Davon, also wenn das nicht, also ernsthaft, wenn das nicht passiert, dann hat der Uwe goldene Löffel geklaut. Oder hat den Labbadia gemacht. Oder wollte ich gerade sagen, ja. Also ich meine, also jetzt mal im Ernst, ne? Also ich meine, ich kann viele Sachen verstehen, aber das mittlerweile dann wirklich nicht mehr, weil, wie gesagt, ich habe Meret hat auch nicht immer nur blitzsaubere Spiele gehabt, aber so in der letzten Zeit fand ich das deutlich stabiler als, wie gesagt, Tsichos oder Konsorten. Also, wie gesagt, Cestic, der Junge hat, weiß ich nicht, wie viele Bundesligaspiele jetzt für uns gemacht? Fünf oder so? Fünf, keine zehn, ne? Nein, noch drunter. Ne? Also, ich meine, dass der mal auch vielleicht einen Fehler macht und nochmal, das ist halt ein Innenverteidiger. Das heißt, wenn die einen Fehler machen, ist es in der Regel fast wie beim Torhüter, dann sind die in der Regel spielentscheidend. Das heißt, da fällt ein Tor. Und da muss man halt einfach damit leben, dass die vielleicht auch mal so einen Fehler machen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich immer höre, ja, wir brauchen junge Spieler, wir wollen junge Spieler hochziehen. Ja, die sollen mal die Alten wegschicken. Ja, da muss ich aber auch damit leben, dass die auch mal einen Fehler machen. Ja, also ich habe mir jetzt gerade mal eben den Spaß gemacht und habe mir mal die Einzelleistungen der Leute aus der Dreierkette angeguckt. Von denen ist tatsächlich Jannes Horn derjenige, der am stärksten war. Also mit einer Passquote von 87%, 67%, Zweikampfquote, knappe 10 Kilometer gelaufen. Also das ist mit Abstand aus dieser Dreierkette das Beste, was wir da haben. Noah Katterbach im Übrigen mit einer Zweikampfquote von 37%, die er gewonnen hat. Also gerade so sein Zweikampfverhalten, das hat er auch schon das öfter immer so diese kleinen Aussetzer. Da hat er definitiv Nachholbedarf noch. Aber Jannes Horn, statistisch aus der ganzen Kette definitiv der Stärkste. Ja, das heißt, eigentlich muss ich die Kette von selber aufstellen, gerade wenn Tsichos vielleicht noch verletzt sein sollte. Dann musst du da eigentlich mit Jannes Horn, Bornau und Meret spielen, ne? Ja, also bietet sich an. Also ja. Wenn ich weiß, nochmal, keiner von uns steht jetzt irgendwo am Trainingsplatz jetzt sowieso schon mal gar nicht in der aktuellen Situation, aber wenn das normal läuft, dann muss Meret jetzt gegen Bielefeld spielen, ja? Passquote 90%. Wie du auch vorhin schon sagtest, ne? Also ja. Die Bälle hinten raus, die Spieleröffnung, das ist sein Ding, ne? Absolut. Ja. Na gut, er hat auch, ne, wenn es schon 2-0 steht und du kommst rein, dann auch die Angriffsbemühungen des Gegners vielleicht ein bisschen moderater. Das heißt, er war ein bisschen weniger so im Feuer, als das Cestic war. Muss man vielleicht da so ein bisschen mit rein bedenken. Aber ich finde auch, bis auf Freiburg war der in jedem Spiel eigentlich, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und in Freiburg haben die alle versagt, nicht nur er.
Deswegen, also da wurde ja als Begründung genannt, er habe nach Freiburg nicht die richtige Reaktion gezeigt. Gerade so im Training, ja, weiß ich nicht. Ach, weiß ich auch nicht. Also, Da macht sich Gisto doch keinen Gefallen mit. Man hat auch jetzt ein paar Mal gehört, das wird in der Mannschaft auch kritisch diskutiert, dass es manche Spieler gibt, die quasi sich überhaupt keinen einzigen Fehler erlauben dürfen und sofort raus sind, während andere Spieler irgendwie 10-mal pro Spiel Fehler machen dürfen und immer weiterspielen. Dann so die Lieblinge des Trainers quasi jetzt in Anführungsstrichen. Ja, und dieses Gefühl habe ich leider auch. Ne? Also ein Zicher spielt immer komplett egal, wie viele Tore der verschuldet. In der schlimmen Phase hat auch keiner dran gedacht, mal Timo durch Robert Zieler zu ersetzen. Zum Beispiel Jakobs hat 1000 Spiele gemacht und ist jetzt so langsam da in Ungnade gefallen. Ja, und dafür andere Leute wie zum Beispiel Özcan oder auch Mire sind nach dem ersten Stockfehler quasi schon wieder raus, jetzt übertrieben gesagt. Oder easy. Das ist, ja, weiß ich nicht. Da machst du ja als Trainer halt in der Kabine keine Freunde, wenn du da so scheinbar willkürlich agierst. Der wird schon irgendwelche Gründe haben. Wir können auch mal eine andere Personalie schauen bei dem Thema. Das haben sie im Rasenfunk jetzt gesagt. Da ist die Folge diese Nacht noch erschienen. Und da geht es halt auch um die 4 Punkte, die FC in der englischen Woche geholt hat. Und da sagt die Gästin, Eva heißt die, sagt, sie könne nicht verstehen, warum Dominik Drexler 90 Minuten durchgespielt habe. Könnt ihr das der Eva erklären? Nein. Nein. Ist mir ein Rätsel. Ernsthaft, ist mir wirklich ein Rätsel. Dominik Drexler, jetzt bin ich wieder im Rage-Modus. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, das hat für mich nichts mehr mit Bundesliga-Fußball zu tun. Der trifft immer die falschen Entscheidungen. Jetzt mal abgesehen von der Vorlage, die er da gegen Schalke auf Tschichos spielt, wo wir jetzt immer noch nicht wissen, ob es jetzt ein Schuss oder ein Pass war. Aber ich weiß nicht, in dem Spiel gegen Hoffenheim, das ist immer dasselbe. Dominik Drexler zieht in die Mitte, anstatt nach außen zu gehen. Geht nach außen, wenn er nach innen ziehen sollte. Der macht immer genau das Falsche. Und der wartet einfach so lange, bis der Gegenspieler direkt vor ihm spielt und spielt ihm den Ball in die Füße. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Gegen Hoffenheim haben wir, weiß ich nicht, wie oft man die Möglichkeit gehabt, umzuschalten. Dann siehst du, dass auf außen einer mitläuft und Drexler läuft und läuft und läuft. Gegenspieler vor ihm und dann spielt er den Pass. Ja, Leute, das funktioniert nicht. Das ist mir zu wenig. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, was Dominik Drexler da macht teilweise. Wie viele Spiele war er raus, bevor er auf Schalke wieder in der Startelf stand? Einige. Ne? Gespielt hat er, glaube ich, in ganz vielen Spielen, immer als Einwechselspieler. Also der dürfte eine Statistik von so 14, 15 Spielen haben. Halt am Anfang nur für ein paar Minuten. Startelf dürfte länger her sein, kann ich gleich mal nachschauen. Meine Theorie ist ja, dass er deswegen spielt, weil er der Einzige ist, der überhaupt mal spricht. Also das merkst du immer wieder, es wird ja immer wieder auch vorgeworfen, wie unkommunikativ unsere Mannschaft ist. Da finde ich auch, dass Hector da wieder in so alte Verhaltensmuster jetzt zurückfällt und auch nicht den lautstarken Dirigenten gibt. Und Drexler ist der Einzige, der mal so ein bisschen versucht, da über die verbale Schiene zu kommen. Vielleicht ist Gisdol das wichtiger als ja die offensichtlichen fußballerischen Defizite. Ja, das finde ich aber auch schwierig. Also ich meine, nichts ist doch schlimmer, als wenn du einen Lautsprecher hast, der selber nicht leistet. Ja. Also ich meine, Radio Müller. Ja, also das ist dann so, wo du denkst, so, ich meine, das kennt doch jeder aus seinem normalen Berufsalltag. Wenn du da im Team Leute hast, die die Schnauze aufreißen, aber im Ranking die schlechtesten sind, da denke ich mir immer so, ja, dann halt doch die Klappe. Da sag doch erst bitte gar nichts. Das ist, weiß ich nicht. Ich mache ja auch keinen Hartz-IV-Empfänger zum Bundeskanzler. Warum nicht? Wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, oder? Ja, weiß ich nicht. Der war jetzt ein blödes Beispiel, aber, oder weiß ich nicht, irgendwen, keine ja, den, Ahnung was. Den Bock nicht zum Gärtner machen. Ne? Ja, also, weiß ich nicht. Ich habe da massive Probleme mit, also, weil ich glaube, Fußball ist nun mal ein Leistungsding. Und da du solltest nach Leistung aufstellen. Und wenn ich dann teilweise sehe, was Dominik Drexler auf dem Fußballplatz macht, dann hat das ganz viel nicht mit Leistung zu tun. Ich habe mir eben gerade echt mal ganz kurz den Spaß gemacht, weil ich echt überlegt habe, so
Mir ist so dieser Leistungsabfall von Dominik Drexler diese Saison echt nicht so richtig bewusst gewesen. Ich habe keine Ahnung, entweder habe ich mir die Spiele von ihm nicht richtig angeschaut oder, aber naja, Ende vom Lied, ja, es sind halt Noten einer Webseite, aber ich habe jetzt gerade mal einfach nur mal die Durchschnittsnote vom Kicker gegeben, ne? Also was er durchschnittlich so als Note für seine Spiele bekommt. Von 14 Spielen wurden 10 Spiele benotet von ihm und er hat eine Durchschnittsnote von 4,25. Ja, das sieht doch einfach nicht nach Bundesliga-Fußball bei ihm aus, muss man schon ehrlicherweise sagen. Das ist für die zweite Liga ist es ja okay, wenn du da halt drin stehst und mal ein bisschen zockst und so, aber für die erste, oder weiß ich nicht. Das ist ganz ehrlich, bei Dominik Drexler siehst du das halt, also das ist ein Spieler, der kommt halt über diese, auch durchaus diese 1-gegen-1-Situation. Das haben wir in der zweiten Liga ganz oft gesehen, dass er da so ein Unterschiedsspieler ist. Aber du spielst halt jetzt in der ersten Liga gegen anderes Kaliber auch von Verteidigern. Die lassen sich nicht mit so Dominik Drexler-Moves austanzen. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, das reicht dann vielleicht einfach nicht. Also er hat ja auch einen 1-Million-Jahresvertrag bei uns. Für wahrscheinlich Unsummen an Geld. Es gab ja mal ganz kurzzeitig das Gerücht, dass Hannover an ihm interessiert wäre. Und da habe ich gesagt, boah, bitte, lieber Gott, bitte lass die so einen Deal machen, aber das scheint ja sich dann ganz schnell zerschlagen zu haben. Wahrscheinlich haben die einmal gehört, was der verdient und haben sich dann vor Lachen in Schlaf geweint. Aber ja, aber Dominik Drexler ist der ja nicht der Einzige. Also ich finde zum Beispiel das Spiel gegen Hoffenheim, wie wir die Tore herschenken, ist bezeichnend. Also wir haben im Prinzip 3 eklatante Fehler, die zu 3 Gegentoren führen. Davor 2 Elfmeter. Und dann dieses Ding nach der Ecke, wo wirklich keiner am Strafraumrand steht. Kein Mensch, keiner. Wir stehen mit 11 Leuten im 16er und da rückt keiner raus, um den am Schuss zu stören. Und was der Baumgartner da mit der Hacke macht, ist natürlich auch genau gut. Und dann kommt Timo Horn genau da nicht hin. Da kann er jetzt nichts machen, aber das ist natürlich ärgerlich. Und dann hast du die Chance nicht. Und ich weiß nicht, das war die Szene vor dem Kopfball. Diese Wahnsinnschance von Wolf, der da frei vor dem Baumann steht und den genau anschießt. Dann denkst du dir, Junge, was ist hier los? Ja, also, ja, absolut. Nochmal kurz auf das Tor, das 2-0 vom Baumgartner zurückzukommen. Ich glaube, eine richtig gut organisierte Mannschaft kann ihn sogar abseits stellen, wenn der Ball rausgetreten wird, bevor der wieder reinkommt. Na, da sind ja, glaube ich, Easy und Skiri, die da hinten zurückbleiben. Wenn die mit den anderen zusammen geschlossen rausrücken, steht der abseits. Dann kann die Hacke da reinhalten, so viel wie der will. Dann passiert da gar nichts. Aber da sind wir ja bekannt für, dass immer dann einer den entscheidenden Schritt halt nicht macht. Und dann, ja, steht's ja eben 2-0. Und auch in diesem Spiel, wie schon so oft die Saison, habe ich halt immer das Gefühl, so viel muss der Gegner nicht tun, um gegen uns entweder zu gewinnen oder zumindest mal ein Tor zu erzielen. Und wenn der Gegner ein Tor erzielt, dann ist ja sowieso klar, dass es mindestens unentschieden wird, weil wir noch nie ein Spiel gedreht haben seit Frankfurt. Vor auch einem Jahr inzwischen wahrscheinlich, ne, dieses Frankfurt-Spiel, dieses 4-2. Ja, deswegen, wenn du ein Tor gegen uns schießt, weißt du genau, mindestens einen Punkt haben wir schon mal am Sack. Wenn du 2 Tore schießt, dann weißt du auch, okay, kannst den FC eigentlich machen lassen. Die werden hier eh keine 2 Tore oder gar 3 Tore schießen. Und ich glaube, so kommen auch diese Statistiken, die wir gerade zitiert haben, zustande, warum der FC in so vielen Statistiken vorne liegt. Weil halt Hoffenheim dann auch 2-3 Gänge zurückgeschaltet hat und gesagt hat, komm, ja, wir machen doch irgendwann einen Konter zum 3-0, dann ist die Nummer durch und dazwischen macht ihr mal ein bisschen, rackert euch mal ab und so, aber gibt ja eh nichts. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand jetzt nicht, dass Hoffenheim dominant war. Also nö, das kann die auch nicht sein. Also so schlecht wie der FC das Spiel jetzt gemacht hat, es war jetzt nicht so, dass Hoffenheim uns dominiert hat. Also ich fand zum Beispiel das Spiel. Weil die aber auch nicht mussten. Ja, aber auch wenn sie es wollten, haben sie es aber nicht gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vor den Hoffenheimern vor Angst im Boden erstarrt bin. Also wirklich beim besten Willen nicht. Ja, also die hatten vielleicht noch 2 gute Angriffe. Ja, aber du führst nach 30 Minuten 2-0. So. Und wenn du halt merkst, dass dieses kleine bisschen Aufwand diesen Ertrag bringt, dann machst du halt nachher auch nicht mehr so viel. Ja. Weil, vor allem in der englischen Woche, ne? Die hatten ja auch 3 Spiele in 7 Tagen, genau wie wir. Glaube ich nämlich auch. Also die haben dann auch gemerkt, okay, du brauchst dir heute nicht viel machen, um gegen diesen ersten FC Köln zu bestehen. Und gut,
Na klar, haben die am Ende auch noch Glück gehabt. Und naja, das 3:0, das ist halt mega unglücklich. Ich meine, da kannst du Modest nicht mal einen Vorwurf machen. Der guckt nur auf den Ball, will den Ball rausschlagen. Der Typ, ich weiß nicht mehr, wen er da gefoult hat, schiebt das Bein halt davor. Leider auch Elfmeter. Ja, aber das ist aber einfach, ganz ehrlich, könnt ihr euch erinnern, wann wir das letzte Mal so einen Elfmeter bekommen haben? Bekommen nicht, aber ich weiß, wenn wir genau denselben schon mal verursacht haben. Ja, verursacht haben 100 Mal schon in der Saison schon gefühlt. Ja, vor allen Dingen gegen Hoffenheim. Das war nämlich der Elfmeter, der damals Bayerlautzer den Job gekostet hat. Achso, ja, das war Drexler, der auch den Ball wegpöllern will damals. Stimmt, und hat auch irgendein Hoffenheim Maschinenbein trifft, statt den Ball zu treffen. Weiß nicht mehr wessen, aber das hat damals Achim Bayerlautzer den Job gekostet. Es wäre also ironisch gewesen, wenn jetzt nach dem Spiel dann auch Markus Gisdol geflogen wäre. Dann wäre es eine Parallelität der Ereignisse. Aber wir hätten sogar noch auf 3:1 verkürzen können, ne? Wenn wir dann unsere übrigens eine schöne Aktion vom Wolf vor dem Strafstoß für uns, ne? Diese Pirouette da auf dem Ball, sah gar nicht mal schlecht aus. Fällt dann so ein bisschen nach dem Motto, ja, da war wohl doch eine Berührung. Aber war okay, kannst du geben den Elfmeter, alles in Ordnung. Aber weiß nicht, habt ihr erwartet, dass Modest den versenkt? Was habe ich dir geschrieben, Dennis? Müsst ihr jetzt gucken, ich habe dich ja auf stumm geschaltet, deswegen keine Ahnung. du hast geschrieben, dass der verschießen wird, schätze ich mal. Ja, ich hab geschrieben, der verschießt hundertprozentig. Es war mir so klar, als Modest sich den Ball nimmt, die Körper, ernsthaft, wenn man die Möglichkeit hat, sich das jetzt nochmal anzugucken, guckt euch die Körpersprache von Anthony Modest beim Elfmeter an. Das sagt alles. Das sagt ich. Das sagt nicht, ich hau dir den jetzt rein. Ich kann das verstehen, dass er den schießen will. Allein des Gefühls wegen, mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben, bla bla bla, jetzt nach, weiß nicht, 100 Millionen Minuten wieder getroffen. Aber dann ist einfach zu schlecht. Das ist einfach schlecht. Ja, ich habe auch nie, mit keine Sekunde lang erwartet, dass der das Ding reinhämmert. So schlecht geschossen war der ja gar nicht. Also er ging zumindest in der Ecke unten. Pech, dass halt Baumann auch ein Elfmetertöter ist und dafür bekannt ist, irgendwie sich von allen Schützen da die Lieblingsecken und so auszuwählen. Die Frage, die sich mir stellt, ist eher, wer sonst hätte diesen Elfmeter schießen können von unserer Mannschaft? Also wen hättet ihr als Trainer gesagt, hier nicht Modest, sondern Punkt, Punkt, Punkt? Keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung, wüsste jetzt nicht, also die werden ja im Training durchaus mal Elfmeterschießen üben. Keine Ahnung, wer da noch. Ja, weil ich meine, das ist ja auch so ein bisschen bezeichnend für unsere Mannschaft. Ne? Du hast zu dem Zeitpunkt auf dem Platz Meret, Bornau und Johannes Horn, Thielmann, Skiri, Jakobs, eben Modest und Rex Bejay und Wolf. Da würde ich jetzt von all denen, und Drexler, würde ich jetzt von all denen, die ich gerade genannt habe, nur sagen, vielleicht Marius Wolf, weil der so abgezockt genug ist, einfach nicht sich drum zu kümmern. In der zweiten Liga würde ich sagen, ja, Drexler kann da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen den Torwart ausgucken, aber da bietet sich für mich jetzt keiner an, wo du sagst, der macht den auf jeden Fall safe rein. Also den letzten Elfmeter, den ich von Dominik Drexler gesehen habe, das war im Pokal gegen Schalke damals. Ja, ja. Also seitdem möchte ich den nie wieder Elfmeter schießen sehen. Ich habe schon bewusst gesagt, in der zweiten Liga, ne? Das war schon eine bewusste Ansage. Also auch der von Hector, der letzte, war ja nicht gut. Ne? Nein, also, ich hätte Thielmann schießen lassen, glaube ich. Thielmann, oh Gott, ja. Boah, dem 18-Jährigen den ganzen Druck aufladen, weiß ich nicht. Ja, aber jetzt mal im Ernst, aber bei einem 3:0 ist es doch völlig scheißegal, ob du den da jetzt reinmachst. Es war die wievielte Minute? 78. Ja. Also, wenn einer von der Truppe noch ein bisschen Selbstvertrauen hat, dann ist es ja ein Thielmann. Das sagt einiges, ne? Wenn der 18-Jährige da der einzige Kandidat ist, der uns einfällt. Und ich finde Thielmann, warum nicht? Also, ich weiß jetzt nicht, ob er guter Elfmeterschütze ist, keine Ahnung, aber dass Modest den nicht reinmacht, das war mir so klar. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du sagst gerade eben beim 3:0, aber wenn du in der 78. das 1:3 machst und du hast noch, ich sag mal, mit Nachspielzeit hast du dann noch 15 Minuten, da kannst du noch zwei Buden machen. Ja, kann und man. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Modest danach noch eine große Chance gehabt, macht er die rein, steht es 3:2. So, und dann wird es interessant. Ja, ich weiß nicht, ob der Kopfball vorher oder hinterher war von Modest. Doch, 84. Genau, ja. Ja, auch eine Flanke von Drexler, 84. Klar, und dann hast du 6 Minuten Zeit plus Nachspielzeit für noch ein drittes Tor. Mhm. Hast du ja im Hinspiel auch gesehen, dass wir da aus dem Nichts
auch Hoffenheim in Bedrängnis bringen können. Also ich finde den Elfmeter auch nicht so komplett. Also stell dir mal vor, da steht jetzt plötzlich 3-2, dann fangen die da hinten aber auch an, Koch in der Unterhose zu malen, weißt du? Genau, vor allen Dingen, die waren ja auch schon in diesem Ferienmodus. Und dann wieder umzuschalten, ist ja auch schwer. Ja. Also ich bin da bei Buki, dass ich auch sagen würde, ganz so unwichtig war der Elfmeter doch nicht. Wenn man der war nicht unwichtig, aber ich weiß nicht, ob Thiemann den schlechter schießen kann als Modest. Also ob, nein, nicht. Er hat ja den schlecht geschossen, das meine ich ja damit gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich dem Modest da diese Bürde auferlegen muss. Weil ich weiß nicht, ob er sich da selber Gefallen mitgetan hat. Ja, Fakt ist halt, dass er jetzt quasi vollkommen verbrannt ist, ne, als irgendwie eine positive Figur. Also so ein schlechtes Spiel, Elfer verschuldet, Elfmeter verschossen. Ich glaube, er wollte einfach aber auch den Elfmeter, den er verschuldet hatte, wieder gut machen. Ja, das also glaube ich auch. Er ist ja auch der Typ, der sich immer den Ball schnappt beim Elfer. Ne? Finde ich auch gut, dass da einer so ein bisschen vorangeht. Da musst du halt nur reinmachen. Das ist es halt. Also da musst du halt zur Not so ein Palenka-Elfmeter in die Mitte chippen von mir aus, aber du musst halt reinmachen, egal wie. Ja, du musst einfach wahrscheinlich nur wuchtig in die Mitte einfach reinhämmern. Ich glaube ja eh. Wenn halb hoch ist, glaube ich, der sicherste. Ich glaube, er muss einfach feste schießen. Also ich glaube, wenn du fest schießt, selbst wenn der Torwart drankommt, kommt er zumindest zurück ins Feld, der Ball. Das ist immer so die Kunst beim Meterschießen. Und feste war der ja nun nicht. Der war vielleicht okay platziert, also so platziert genug, um ihn reinzumachen, wenn der Torwart nicht in die Ecke springt, aber auch nicht fest genug. Also ist jetzt meine Meinung, da können viele andere Hörer oder auch gerne andere Meinung sein, aber ich halte Modest sowieso nicht für einen guten Elfmeterschützen. Also wenn ich an seine Europapokalsaison denke, wo er seine 20 Buden da gemacht hat, oder wie die das auch immer noch waren, da hat er ja auch einige Elfmeter geschossen und die waren alle jetzt nicht so souverän, wie sie hätten sein sollen. Also die waren auch teilweise recht knapp reingezittert, aber damals war es halt so, der Junge hat halt getroffen wie am Fließband, da gehen auch solche Elfmeter rein. Und also aus meiner Sicht ist Modest kein souveräner Elfmeterschütze. Mhm, sehe ich genauso. Wenn das vergleichst mit den Elfmetern, wie Lewandowski die schießt zum Beispiel, um jetzt mal das ganz hohe Regal anzupeilen, das ist ein Riesenunterschied. Oder auch wie Kramaric seine 3 Elfmeter gegen uns geschossen hat, da gefühlt, also im Hinspiel und jetzt im Rückspiel die beiden, ist schon nochmal ein anderes Kaliber. Also von der Sicherheit her, von der Souveränität. Da fehlt Matthias Lehmann an allen Ecken und Enden. Ja, absolut. Ja. Der fehlt mir eh. Also so als Organisator auf dem Platz. Gerade auch, weil du siehst, dass Hector echt noch mit sich selber kämpft nach der langen Verletzungspause. Ja, also wenn du siehst, dass der nach 60 Minuten einfach auf ist, dann ja. Und die anderen 60 davor waren auch nicht gut von ihm. Also es war leider eher ein schlechteres Hector-Spiel. Ist aber auch nach so einer langen Kopfverletzung verständlich, also ich will ihm da gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube halt auch, dass da so ein bisschen immer die Angst mitspielt vor schnellen Bewegungen und vor ruckartigen Veränderungen des Körpers. Ja, er hatte ja aber auch schon gegen Schalke, da hat er ja auch schon so 3-4 richtig krasse Böcke, also richtig krasse Fehlpässe im Mittelfeld drin gehabt. Also so richtig, richtig auf dem Dampfer ist der Junge leider noch nicht. Ja, absolut. Aber wie gesagt, kann ich auch verstehen, dass so einer sensiblen Verletzung, wo noch Schlimmeres passieren kann im Halsbereich. Und wenn wir ehrlich sind, der war ja auch davor, also seit Corona war Hector ja kein guter Spieler mehr eigentlich, ne? Da kamen ja auch viele private Schicksalsschläge bei ihm zusammen, die ich wirklich ihm überhaupt gar nicht negativ anlasten möchte, dass er deswegen nicht gut spielen konnte. Also vollkommen verständlich. Aber muss man ganz ehrlich sagen, das letzte gute Spiel von Jonas Hector ist halt auch schon irgendwann vor Zuschauern gewesen anscheinend, oder wahrscheinlich. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Ist was her, ne? Ich wüsste jetzt auch spontan nicht welches. Vermutlich hier sogar das Frankfurt-Spiel, wo er dieses Gurkentor da reinmacht. Jo. Aber gut, ja, ich glaube, den musst du spielen lassen. Das ist, glaube ich, so ein Spieler, der kommt über Spiele wieder in seine Form und nicht über auf der Bank sitzen und pädagogische Pause und sowas. Das glaube ich nicht. Ja, also, ja, Hector hat sicherlich nicht sein bestes Spiel gemacht, aber ich glaube, also ich verstehe die Spielausrichtung bei uns nicht. Also ich meine, du hast keinen Stürmer, das wissen wir jetzt. Also zumindest hat Modest auch gezeigt, dass es vielleicht auch nicht, dass er nicht der richtige Mann für 90 Minuten ist. Und ich verstehe einfach nicht, wie du spielst dann über außen. Okay. Und dann kommen da Flanken rein, wo ich mir denke, so, ja, dann gibt's sie direkt zum Gegner. Also A, die Qualität der Flanken teilweise ist grausam, wirklich grausam. Und wenn da mal eine Flanke reinkommt, dann steht da André Duda. Jo. Ja, ich meine, das ist auch wieder das, was ich nicht verstehe. Das hat der schon mal gemacht, der Gistol.
dass in der Sekunde, wo er den Stürmer bringt, er auch die beiden besten Flankengeber rausnimmt. Mhm. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich die Flanken von Katterbach gar nicht mal so schlecht fand, dieses Spiel. Aber dann nimmst du ihn raus, wenn Modest kommt, und bringst Jakobs, der halt viele Dinge kann, aber bestimmt nicht Flanken. Zumindest keine hohen Flanken in so Bananenflankenmanier. Katterbach schon eine deutlich bessere Spieler für. Oder zieh von mir aus Jannis Horn auf diese linke Außenposition der Fünferkette. Und ja, gut, kannst du nicht mehr, ne, wegen dem Wechsel. Ja, okay, das nehme ich zurück, aber du musst halt irgendwen haben, der auch Modest mit Flanken füttern kann. Nur wenn halt da links dann Jakob spielt, bleibt eigentlich nur rechts Wolf, der mal halbwegs eine gute Flanke anbringen kann. Ja. Ja, das ist unser Dilemma. Also ich meine, ich bin mal gespannt. Also vielleicht tut sich ja doch noch mal was technisch, also dass man vielleicht sich doch noch mal einen Stürmer angelt. Also ich meine, da gibt's ja aktuell auch heiße Gerüchte, dass man da sich doch noch mal jemanden angeln möchte. Ja, also wo du gerade schon die Überleitung machst, der Express schreibt, er ist am Geisbockheim vorgefahren und war schon beim Medizincheck. Die Rede ist von Emanuel Dennis von Brügge. Brügge. Von Brügge, genau. Der dort wohl irgendwie in Ungnade gefallen ist und diese Saison noch kein Spiel gemacht habe. Muss aber ein recht hochveranlagter Stürmer sein. Scheint auch vom Spielerprofil her ein anderer Spielertyp zu sein als die drei Stürmer, die wir im Kader haben. Was ich ja grundsätzlich sehr begrüßenswert finde, auch mal ein bisschen Abwechslung da rein zu haben. Laie für ein halbes Jahr, schreibt der Express. Und zwar ohne Kaufoption, aber dafür für 1,2 Millionen Leihgebühr mit Gehalt und allem drum und dran. Wo ich mich schon frage, wo hat der FC dieses Geld her? Weil die Rede ja immer von 500.000 war und nicht von 1,2. Ich glaube, die 500.000 bezogen sich auf die Ablösesumme. Und du meinst, das Gehalt da nochmal extra wäre? Ja, kann natürlich sein. Weiß ich nicht. Also ich kenne den Spieler jetzt nicht, ich kann nicht viel über ihn sagen. Auf dem Papier klingt er erstmal gar nicht schlecht von seinen Qualitäten her. Ist eher so ein kleiner Spieler, 1,75. Das finde ich eine gute Ergänzung zu unseren drei Kleiderschränken da vorne. Kann links, rechts und Mitte spielen im Sturm. Hat einen Marktwert von 11 Millionen, also kann auch kein komplett Blinder sein. Hat halt dieses Jahr 9 Spiele gemacht in der belgischen Liga. Kein Tor, aber 2 Vorlagen immerhin in 433 Minuten. Also alles von transfermarkt.de, ne? Das ist jetzt irgendwie alles, was ich hier vorlese nur. In der Champions League immerhin 4 Spiele, ein Tor und eine Vorlage, also in 345 Minuten, alle 345 Minuten Torbeteiligung. Also ist okay, ist jetzt keine schlechte Quote. Ja, also klingt auf dem Papier so, als wenn er schon unter unseren gegebenen Umständen eine sinnvolle Verstärkung sein könnte. Ja. Ja, ich glaube, der Thomas Reinscheid hat da heute einen guten Tweet zu abgelassen, den ich jetzt einfach mal hier irgendwie so halb zitieren möchte. Er hat einfach gesagt, Mensch, natürlich werden wir nur jetzt Spieler verpflichten, die A, irgendwo keine spielerische Rolle sind oder halt, dass ein Transfer ist, der halt in irgendeiner Form vielleicht, also wo der Spielertyp vielleicht irgendwo in Ungnade gefallen ist. Wir werden jetzt nicht André Silva aus Hannover, aus Frankfurt holen oder Erling Haaland, also das müssen wir uns abschminken. Du wirst jetzt nur jemanden kriegen, der irgendwo nicht gezündet hat oder der spielerisch da vielleicht nicht zurechtkommt. Also ich meine, es wurde ja auch nochmal berichtet, dass man eventuell oder dass sich man mit Wang aus Leipzig irgendwie beschäftigt hat. Das ist auch ein Spieler, der hat das sicherlich drauf, aber ist jetzt halt in Leipzig nicht zum Zuge gekommen. Aber genau so Spieler wirst du jetzt nur bekommen. Also werden wir als 1. FC Köln nur bekommen. Ja, und selbst Wang kriegst du schon nicht. Der will ja angeblich in die Premier League. Dann sind wir da eh raus. Ja, gut. Wenn das so ist, dann Reise guten Weg. Der war da auch zum HSV ausgeliehen. Ne? Da fand ich ihn jetzt auch nicht gerade berauschend, den Typen. Also, aber vom Spielertyp her. Ja, der letzte Saison aber auch nicht so berauschend gespielt. Ja, das ist richtig. Aber ne, T-Rod, der performt hat, egal wie der restliche HSV performt, gibt dazu Spieler, die sich nicht von der Mannschaft runterziehen lassen. Nee, aber ich finde ja gut, dass sie überhaupt schon, also A, überhaupt was tun. Ich habe ja echt schon gedacht, wir würden jetzt in dieser Passivität völlig erstarren. Und B, dass sie auch erkannt haben, dass wir einen anderen Spielertypen brauchen als Modest, ja. Tolu und Anderson, die ja alle doch sehr ähnlich sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Dennis und Anderson, wenn er mal wieder fit sein sollte, zusammen ein ganz interessantes Sturmduo bilden könnten. Ich bin gespannt, wie sie es machen wollen, ne? Weil wenn wir jetzt mal überlegen, ne, wir haben jetzt gerade eben uns darüber unterhalten, die ganzen Flanken, die dann da reinkamen
Und dann, wie du halt eben schon sagtest, dann steht dann da vorne ein André Dudam, der halt immer noch ein paar Zentimeter größer ist, aber auch kein Kopfballspiel drauf hat. Also das heißt, hohe Flanken, auf denen wirst du auch nicht erwarten können, dass der das jetzt irgendwie da mal mit dem Kopf vorne regelt. Du wirst dein komplettes Angriffsspiel wieder umstellen müssen. André Duda ist für mich zum Beispiel aber auch vorne drin da komplett verschenkt. Also ja, für mich ist das einfach ein Spieler, der einfach auch mal den steilen Pass vorne reinsetzen kann. So, und wenn der aber vorne drin steht und auf die Bälle warten muss und sich die Bälle holen muss, dann wird das nichts. Duda hat, glaube ich, 30% der Zweikämpfe gewonnen am Wochenende. Ja. Ich sehe Duda auch eher auf der 10, also auf der klassischen 10, als auf dieser falschen 9 oder was auch immer. Ich sehe das auch wieder Bucky, weil ich glaube, Duda hat da viele Körner gefressen gegen irgendwelche beinharten Innenverteidiger in Zweikämpfen, die du halt da nicht führen muss mit seinem Auftritt. Also ich meine, das ist ja ein schmächtiges Kerlchen, ne? Oder ich sag mal, für Stürmerverhältnis ein schmächtiges Kerlchen. Ja, aber ich sag mal vorsichtig, du kannst ja ruhig flanken. Also es gibt ja auch, ich sag mal, bei dem Spiel hier Leverkusen gegen Wolfsburg hat Riedle Baku ein Kopfballtor gemacht. Der Kerl ist irgendwie 1,70, der ist ein Zentimeter größer als ein sitzendes Schwein. Also, ja, aber der Ball kam für uns aber auch auf Hüfthöhe. Ja, aber ich meine, du kannst ja auch als kleiner Spieler ein Kopfballtor machen und das hat ja auch eher was damit zu tun, wie positionierst du dich, und ich glaube halt einfach, wenn du André Duda auf die 10 stellst, hast du da einfach mehr Kreativität als ein Dominik Drexler. Ja, also du musst auf jeden Fall Duda in die vorletzte Linie kriegen und nicht in die letzte Linie. Da ist der viel, viel besser, wenn er noch einen Spieler vor sich hat. Oder zwei sogar. Ich glaube auch, unser Heil wird eher in der Mittellinie als über außen. Was halt so dieser, genau das Gegenteil von dem ist, für das, was Gistol steht. Ne? Und diese Flankendinger, dafür haben wir einfach nicht die Spieler mit der nötigen Qualität, um da wirklich mal eine scharfe Flanke mit der richtigen Geschwindigkeit reinzubringen. Egal, ob da jetzt ein Duda vorne steht oder ein Modest, also eine pro Spiel kriegen sie alle mal hin, aber jetzt nicht irgendwie in einer höheren Schlagzahl. Oder wenn, dann musst du die Spieler, die es können, jetzt zum Beispiel Jannes Horn, irgendwo abziehen, wo sie eigentlich gerade mehr gebraucht werden, nämlich halt in der Innenverteidigung. Deswegen glaube ich tatsächlich, unser Ziel muss da schon eher sein, Mittel und Lösungen zu finden, zum Beispiel eine Seite mal zu überladen oder irgendwie, dass der Wolf auch in die Mitte zieht und dann die Mitte überladen ist und da irgendwie was rauskommt. Dann kann sich ja hier unser neuer Dennis zurückfallen lassen. Dann hast du da schon drei Spieler im Zehnerraum stehen. Damit kannst du in der Mannschaft schon Probleme bereiten. Und dann nach vorne noch so ein Endabnehmer. Ja, also einen anderen großen Weg werden wir nicht groß haben. Ja, ich glaube halt einfach, dass wir, glaube ich, auch flexibler spielen müssen. Weil ich habe immer das Gefühl, also entweder geht alles nur über die Mitte oder nur über außen. Wir haben nicht so dieses, mal eine Flanke, mal einen Vorstoß über die Mitte, mal eine Flanke. Das ist immer alles nur entweder oder. Also ja, wenn wir alles hätten, würden wir nicht da stehen, wo wir jetzt stehen. Das ist richtig. Ja, überhaupt, man muss ja ehrlicherweise sagen, unsere einzige richtige Torgefahr sind ja Standards. Also auch jetzt diese Hoffenheim-Chancen, die wir gerade besprochen haben, dem ging ja zumeist ein Standard voraus. Nur eine Ecke meistens in der Regel. Das stimmt. Das ist ja wirklich unsere große Chance. Ja, also ich glaube hier gegen Schalke. Das sind Standardtore, ne? Bitte, sorry, sag nochmal. 50% unserer erzielten Tore sind Standardtore, oder? Ja, und gefühlt sind es 75, aber werden wohl 50 sein, ja. Ich glaube, das Tor gegen Schalke, das 2-1 von Thielmann, war das erste herausgespielte Tor, also aus einer Nicht-Standard-Situation, seit dem Tor gegen Wolfsburg. Ja, klar. Beide Tore gegen Dortmund waren nach Standard-Situation. Ja, genau. Und danach kam ja keiner mehr. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was war Mainz nochmal gleich für ein Tor? Wer war das noch gleich? Das 1-0 war da auch irgendwie eine Ecke, ne? Auch Skiri, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, aus Skiri nochmal. Ich gucke aber nach. Ihr könnt ja nochmal eben kurz eure Meinung dazu kundtun. Also, ja, also ich bin mal gespannt. Also, wenn der jetzt am Geisbockheim schon rumschwirrt, dann wird es ja wahrscheinlich morgen verkündet werden. Und dann bin ich mal gespannt, wie schnell der auch fit ist, um dann auch zu spielen. Also ich meine, die belgische Liga ist jetzt auch keine Kirmesliga, das ist jetzt nicht die litauische Liga, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen, oder lettische Liga. Das stimmt. Du hast ja gesehen, dass wir haben ja einige andere Spieler von dort geholt, aus Belgien. Die haben ja sich zumindest da auch nicht schlechter gemacht als andere Neuzugänge von uns. Ja, das ist okay. Das ist halt immer so ein bisschen kritisch, wenn der Spieler jetzt lange nicht gespielt hat, also eine ganze Halbserie nur auf der Bank saß.
Übrigens gegen Mainz, das war Rex Bischai. Modest steht außen schon zu. Das war dies, das war das, doch, 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 das war das Tor, wo Modest eingewechselt werden sollte. Und dann Duda bringt die Kugel von rechts flach in die Mitte. Rex Bischai stoppt an und schießt. Also das war das letzte Tor aus dem Spiel heraus. Hörte man jetzt mal auf, wenn ihr das Pokalspieltor noch mit von Modest. Ja, hörte man jetzt mal eine Abneigung zu massiv? Nee, ne? Nö, alles gut. Wo waren wir da? Ach ja, belgische Liga, genau. Ja, du musst halt genau wie Schalke das gerade lebt, aufpassen, wenn du jetzt Spieler hast, die ein halbes Jahr nicht gespielt haben, bei denen ja Kolasinac, die darfst du nicht sofort komplett verheizen, ne? Also Schalke hat den ja direkt 180 Minuten spielen lassen, den Kolasinac. Oder irgendwie 160 oder so. Und prompt fällt er jetzt für 3-4 Spiele aus, weil er den Muskel dicht gemacht hat. Ja. Also da musst du auch ein bisschen aufpassen. Ich würde also nicht behaupten, dass jetzt hier mit Emanuel Dennis plötzlich alles besser wird. Den musst du wahrscheinlich sogar am Anfang erstmal auf der Bank lassen gegen Bielefeld und dann mal so langsam reinschmeißen. Der muss sich auch immer dran gewöhnen und alles. Das ganz Gute dürfte ja sein, ich vermute mal, der wird sich ein bisschen kommunizieren können mit den anderen Spielern, wenn er in Belgien gespielt hat. Na, kann er ja mit Bornau vielleicht auf irgendeiner Ebene kommunizieren. Vielleicht kann er auch Englisch, Skiri. Weiß ich jetzt nicht. Skiri, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ob der Französisch spricht oder nicht, der Dennis. Ist ja Nigerianer, glaube ich. Das heißt, der müsste auch mit Tolu da irgendwie sich kommunizieren können. Das ist ja schon mal ganz gut, wenn du da nicht komplett außen vor bist. Ah nee, Nigeria ist er. Ja, okay. Aber trotzdem, Englisch wirst du da wahrscheinlich gelernt haben. Also es dürfte okay sein. Ist auch an den europäischen Winter gewöhnt. Das ist ja auch mal ganz wichtig bei Neuzugängen. Na, wenn du da einen irgendwo von der Copacabana holst, die kennen dann keinen Schnee und finden sich ja auch nicht gut zurecht im Winter. Das dürfte er in Belgien schon erlebt haben, das Wetter. Insofern glaube ich, das kann tatsächlich funktionieren. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin da vorsichtig, ich bin da echt vorsichtig optimistisch. Nicht vorsichtig optimistisch. Ich bin da eher nur vorsichtig, so rum. Vorsichtig ohne Optimismus. Das ist auch die beste Herangehensweise an den ersten FC Köln, die es gibt. Ja, mehr bleibt mir in dieser Saison, glaube ich, auch gar nicht übrig. Nee. Was ich leider aber auch sagen muss. Pass auf, okay, sag du. Wenn wir es so sehen, so einen Spieler, den kriegst du jetzt, was war das jetzt, 1,2 Millionen oder 1,5? 1,2 sagt der Express, aber natürlich kein offizieller. Ja, irgendwas zwischen 1,2 und 1,5 ist doch jetzt auch nicht mehr egal. So, wenn du das jetzt einfach so siehst, mit dem Pokalspiel hat er jetzt die Chance, noch mal 17 Spiele zu machen, ne? Und kann sich dann eventuell beweisen, kann sich eventuell auch für andere Vereine beweisen, der wird nicht über den Sommer hinaus beim 1. FC Köln bleiben. Vielleicht wird es ja noch mal so eine Wundergeschichte wie damals mit Hosic, aber schauen wir doch einfach mal. Viel kaputt, ja doch, was heißt viel kaputt, kannst du nicht mehr machen. Ich meine, wir haben kein Geld, also wir müssen natürlich jetzt irgendwie gucken, dass wir das irgendwie alles nochmal wieder gerettet bekommen und irgendwie, keine Ahnung wie, aber irgendwie in der Liga bleiben. Und dann musst du ab Sommer wirklich gucken, wie du dich eventuell sogar komplett neu aufstellst, weil das, was du da momentan auf dem Feld hast und aber auch in der Geschäftsstelle oder auf der Trainerbank, das reicht momentan einfach nicht, um damit dauerhaft Bundesliga zu spielen. Ja, ja, das ist die eine Patrone, die wir jetzt haben, ne, dieser Spieler. Der muss also in irgendeiner Art und Weise mehr leisten als zum Beispiel in Limnios. Es gibt sogar Unkenrufer, die sagen, wir könnten jetzt nicht mal mehr Gistol rausschmeißen, weil die Kohle für seine Entlassung jetzt auf Emanuel Dennis rausgeht. Ja, war das Arne vorhin, ja, ne? Bitte? Was hast du? Ich glaube, Arne hatte das vorhin geschrieben, ja. Kann sein, dass Arne das war. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Aber liebe Grüße an wer immer es gewesen sein mag. Ja, also ich habe eh nicht das Gefühl, dass Held den Gistol rausschmeißen würde. Auch wenn natürlich jetzt mit Bruno Labbadia die logische Alternative auf dem Markt wäre. Ich will jetzt keine Diskussion über die Trainer aufmachen, ne? Gar nicht. Ich wollte es einfach nur anmerken an dieser Stelle. Und vor allem, was ich halt. Ja, Bogi? Ich habe das mal vor ein, zwei Wochen, habe ich das irgendwann mal geschrieben. Gistol wird genau diese Spiele gewinnen, die er braucht, um nicht entlassen zu werden. Aber am Ende werden trotzdem Punkte fehlen, weil er halt immer noch wieder dieses eine Spiel gewonnen hat, was in dem Moment gerade wieder reichte, um den Stuhl zu retten. Mhm. Das würde ja heißen, im Umkehrschluss, dass wir gegen Bielefeld gewinnen am Wochenende. Und auf das Spiel können wir jetzt gleich vorausschauen. Aber ich möchte noch ein paar Hörer-Feedbacks vorlesen, bevor wir jetzt das Spiel gegen Hoffenheim abhaken. Und zwar haben einige Hörer uns geschrieben unter die Umfrage, die ich gerade erwähnt habe.
lese mal so ein paar repräsentative Meinungen hier vor, einfach nur, um so ein bisschen Abwechslung gegenüber unseren drei Meinungen noch reinzubringen. Und zwar schreibt der @fun28121, naja, eigentlich sollte man sich freuen in der Hoffnung, dass die Notbremse gezogen wird, aber beim FC wird diese Niederlage wieder unter Sonstiges abgebucht, mit denselben blöden Sprüchen wie die ganze Saison. Hätten wir dies, wäre das und dann passiert Sonstiges. Mehr Bier, bitte. Dann schreibt zum Beispiel der, oder die, weiß ich gar nicht, @prelucid, die Niederlage tat weh, war aber doch wieder abzusehen. Die Jungs sind bemüht, aber nicht Bundesliga-tauglich, da es einfach an Qualität von vornherein fehlt oder man außer Form spielt. Mal ehrlich, wenn man die Kader von Schalke und Mainz sich anschaut, würde es nicht überraschen, wenn der FC als Letzter runtergeht. Ob da wirklich ein neuer Trainer mit dem Kader noch was reißen kann, bezweifle ich ebenfalls. Dennoch hoffe ich, wie die meisten, auf ein Wunder, dass wir es schaffen und nächste Saison wieder alles besser wird. Ja, und dann können wir noch einmal den Klops vorlesen, @derklops. Es wurde geliefert wie bestellt. Mit den Ambitionen des Trainers, der gezeigten Leistung und der Einstellung der Spieler auf dem Platz, was will man da als Fan anderes erwarten? Und die Rechtfertigungslaberei im Anschluss ist auch nicht wirklich neu. Ja, also es ist, glaube ich, ein ganz guter Querschnitt. Hier, wir können auch ganz kurz erwähnen, was der Reik anmerkt, finde ich einen guten Hinweis. Denn zum ersten Mal haben wir im Spiel In-Game-Coaching von Gistol gesehen, Klammer auf, weil er in 30 Minuten natürlich nämlich Easy Boué und Chested runtergenommen hat, Klammer zu, mit mutigen und vor allem frühen Wechseln wegen dusseligen Fehlern, dadurch gezwungen in die Offensive, die leider neben Unvermögen auch Pech hatte. Ja, erst hatten wir kein Glück und dann kam noch Pech hinzu, kann man quasi auch zusammenfassen, das Spiel. Ja. Was ich leider auch sagen muss, ne, wenn wir gerade schon über den Neuzugang Emmanuel Dennis geredet haben, ich finde leider, die anderen Vereine da unten drin haben sich sehr clever verstärkt, muss ich sagen. Also Schalke hat mit Hunter, glaube ich, schon ein... Nein. Doch. Nein. Ich wette mit dir, der macht mehr Tore als jeder Stürmer vom FC in den letzten 16 Spielen. Ja gut, das ist auch nicht schwierig. Zusammen, als alle FC-Stürmer zusammen. Nein. Also Tolo, pass auf. Modest und Anderson. Und von mir ist auch jeder Neue. Ich gehe hier eine Wette ein. Ja, ich auch. Mach. Gehe ich ein. Ich gehe hier eine Wette ein. Huntelaar ist von den 17 Spielen mindestens 7 verletzt und macht 3 Tore. Also wie viel der verletzt ist, mir weiß ich nicht, kann sein, kannst du recht haben. Aber in den Spielen, die er spielt, macht er mehr Tore, als unsere 4 Stürmer zusammen addiert. Richtig. Nenn deinen Einsatz. Das machen wir jetzt hier on-air mit Handschlag. Scheiße, keine Ahnung. Ja komm, wir machen einen 20 in die Saisonspende rein. Ja, okay. Ja. Die muss ich immer wieder aktualisieren, fällt mir gerade ein. Die habe ich schon lange nicht mehr gepflegt. Ich glaube, da mache ich pauschal etwa 50 Euro draus. Also ist mir zu lästige Rechnerei sonst. Vor allem, weil Janis Horn sehr gut performt. Der war ja Teil unserer Saisonwette. Ja, also ich sage, der schießt mehr Tore als unsere 4 Pappenheimer mit Emmanuel Dennis zusammen da vorne drin. Pass auf, und dann Dennis macht jetzt nächstes. Der spielt gegen Bielefeld 15 Minuten, 4 Tore. Ey, pass auf. Hunter macht nur ein einziges Tor, 11 Meter zum 1:4 und unsere machen einfach 0. Null, ja, das kann auch sein. Das kann auch sehr gut passieren. Nein, aber ich sag mal, Kolasinac ist ein guter Move. Den hätte ich an Schalker Stelle auch, glaube ich, geholt. Ja. Huntelaar, weiß ich nicht, sehe ich. Also ich finde, Schalke macht gute Sachen. Der William ist eine gute Laie von Wolfsburg. Oh. Der Kolasinac ist, glaube ich, als Leader wichtiger als Linksverteidiger. Und der ist ja auch, glaube ich, ein Schalker Junge. Also der scheint ja viel Identifikation für den Verein zu haben. Ich finde, dass sich Mainz mit Da Costa und Chor gut verstärkt hat. Das sind beide Spieler, die uns auch geholfen hätten. Also gerade, ich finde ja immer noch, dass wir keinen richtig guten Sechser haben. Also ich glaube, so ein zerstörender Chor würde uns helfen, dass wir zumindest halt weniger Gegentore fressen, wenn wir schon vorne keine Tore erzielen. Ja, also ich finde auch, dass vor der Saison schon Union Berlin eine gute Transferpolitik gefahren hat. Da werden ja auch ein paar verletzte Spieler wiederkommen, wobei die eh schon uns enteilt sind, also keine Frage. Augsburg hat vor der Saison gute Transfers gemacht mit Caligiuri und Ginkiewicz. Also ja, ich finde, daran müssen wir uns messen lassen. Und die haben jetzt ja auch nicht mehr Kohle als wir. Ne? Also ein Schalke ist ja noch klammer als wir. Und wenn die sich 3 Spieler gönnen können, von denen den meiner Meinung nach alle 3 weiterhelfen werden, du sagst jetzt 2 helfen denen weiter, ist immer noch 2 mehr als wir. Ja, aber ich sag mal so, wir müssen jetzt nicht Spieler verpflichten, das ist verpflichtend wegen. Nee, aber das sind ja Problemstellen, die wir haben. Also Rechtsverteidiger, wenn wir Viererkette spielen, kann man uns kein einziger Rechtsverteidiger spielen. Dann spielt da Marius Wolf. Ja, schönen Dank. Ja.
Ja, aber du musst ja auch erstmal jemanden auf dem passenden Markt, also du musst ja jemanden auch haben, der diese Position einnehmen kann. Ja, also, aber was spreche denn gegen Williams oder gegen Da Costa? Die waren ja auf dem Markt, bis die anderen Geld haben. Weil wir kein Geld haben. Haben wir denn wirklich weniger Kohle als Schalke? Schalke hat sich ja irgendwie noch Anleihen vom Land NRW geholt. Wahrscheinlich retten die sich damit jetzt gerade. Aber wir haben halt einfach keine Kohle. Und wenn du halt siehst, dass wir vorne keine Tore schießen, dann musst du halt erstmal da irgendwie versuchen nachzurüsten. Das Problem des Rechtsverteidigers, das besteht bei uns eigentlich seitdem Miso Brentschko nicht mehr beim ersten FC Köln spielt. Also von daher, diese Position, die werden wir wahrscheinlich auch in 5 Jahren einfach noch nicht irgendwie abgehandelt bekommen haben, weil wir einfach nicht den richtigen finden, der diese Position spielen kann. Es wird wahrscheinlich eine ewige Baustelle bleiben. Ja, also Marco, bring deinem Nachwuchs mal bei, Rechtsverteidiger zu spielen. Dann wirst du Millionär. Also kannst du Berater von deinem Sohn machen. Noch 14 Jahre, dann kann er spielen. Das ist sowieso mein Ziel. Das dauert halt noch ein paar Jahre. Dann muss ich jetzt noch hochzüchten und dann höre ich auf mit Arbeiten. Ja, dann zeigst du mal so ein paar Lehrvideos von Ümit Özat und dann weiß er, was er tun soll. Der geht in die Miso-Bretschko-Fußballschule und dann ist vorbei. Ja, aber bitte nicht in die Miso-Bretschko-Fahrschule. Vielleicht auch das. Das kommt dann väterlicher sein. Der soll ja beim FC spielen, da muss er alles können. Ja, das stimmt. Einen guten Kölschmagen oder gute Kölschleber brauchst du da. Das genau. Der geht dann mit Timo Horn über der Ringe. Ja, Timo Horn ist da ein Trainer wahrscheinlich, Torwarttrainer oder so. Ja. Naja, wir haben noch einen Gedächtnisbauch. Genau. Ich glaube, das kommt eh. Ich glaube, Horn ist einer, nach der Karriere wird der mehr so Richtung Uli Hoeneß gehen als Richtung Lothar Matthäus, körperlich. Aber naja, ist ja egal. Das ist Spekulation hier. Wir wollen noch mal ganz kurz auf das Bielefeld-Spiel vorausschauen. Das ist ja wieder mal eins dieser enorm wichtigen Spiele, die wir da so jetzt in den nächsten Wochen vor der Brust haben. Danach wissen wir alle, wer nach Bielefeld kommt. Ne? Wer es nicht weiß, das sind die Ponys vom Niederrhein. Also ein sicher verlorenes Spiel nach dem Bielefeld-Spiel. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gegen Bielefeld gewinnen, damit es nicht ganz so bitter wird in der Tabellensituation. Für alle, die es gerade nicht vor Augen haben, der erste FC Köln steht auf Platz 16 der Bundesliga mit minus 16 Torverhältnissen und 15 Punkten. Und die DSC Arminia Bielefeld hat minus 15 im Torverhältnis und 17 Punkte, also 2 Punkte mehr als der FC. Das wiederum heißt, es ist jetzt keine ganz große Mathematik, aber gewönne man gegen Bielefeld, zöge man an ihnen vorbei. Und wäre sogar auch an Hertha vorbei. Die haben auch 17 Punkte. Und die spielen nämlich am Wochenende jetzt gegen irgendeinen Frankfurt. Genau. Und Frankfurt lässt sich, glaube ich, auch nicht von Paul Dardai und sonstigen Wechselspielchen da beeinflussen. Hoffenheim spielt in München. Also, wenn du das Bielefeld-Spiel gewinnst, dann kommt da unten ordentlich Bewegung zu deinen Gunsten rein. Und da haben wir uns gedacht, weil dieses Spiel so richtig wichtig ist, hat sich der Marco an den Jens gewendet. Kannst gerne mal erzählen, wer das ist. Der Jens, der macht den, wie heißt es denn jetzt? Arminia Bielefeld Podcast. Absolut Arminia. Absolut Arminia. Und den haben wir mal um eine kurze Einschätzung gebeten. Genau, der hat uns damals auch schon eine Rückschau auf das Spiel gegen Bielefeld im Hinspiel geschickt. Wenn ihr euch erinnert, liebe Hörerinnen und Hörer, das war dieses wunderbare Tor von diesem Isländer da gegen den sensationell stark haltenden Timo Horn. Naja, und jedenfalls hat er uns jetzt eine Vorschau geschickt nach dem Motto, was macht Bielefeld gerade gut, was machen die gerade schlecht und wo liegen ihre Stärken und so weiter. Ich fand es sehr interessant, ich will euch das nicht vorenthalten und deswegen spielen wir es jetzt einfach mal ab. Hallo Dennis, hallo Marco, liebe Hörerinnen und Hörer von Trotzdem hier. Hier ist Jens von Absolut Arminia und ich freue mich über die erneute Einladung und komme natürlich der Bitte gerne nach, etwas zur aktuellen Situation von Arminia zu sagen und auch einen Ausblick auf das Gastspiel am Sonntag in Köln zu wagen. Arminia hat sich zuletzt eigentlich sehr stabil gezeigt. Nach einem sehr wichtigen 1:0 Auswärtssieg kurz vor Weihnachten in Gelsenkirchen unterlag man in 2021 nur gleich zu Beginn 0:1 gegen Mönchengladbach. Danach gab es ein 1:0 zu Hause gegen Hertha, ein 0:0 in Hoffenheim und ein sehr, sehr starkes 3:0 gegen Stuttgart. Die englische Woche war eigentlich also richtig gut angefangen. Umso härter war dann am Samstag der Aufprall mit dem 1:5 gegen Eintracht Frankfurt. In allen Belangen war Arminia da unterlegen und anscheinend auch müde, nachdem Chefcoach Uwe Neuhaus zum dritten Mal innerhalb von 8 Tagen die exakt gleiche Startelf nominiert hatte.
Naja, also es reichte beinahe Filip Kostić alleine aus, dieses Spiel zu einem klaren und auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg von Eintracht Frankfurt zu machen. Und nach diesen beachtlichen 3 Spielen in Folge ohne Gegentor gab es dann gleich mal eine ordentliche Packung mit 5 Toren. Was heißt das jetzt für Sonntag und das Gastspiel in Köln? Ich glaube erstmal nichts. Das Spiel in Köln steht natürlich unter ganz anderen Vorzeichen. Hier erwarte ich Abstiegskampf pur und mit der klaren Betonung auf dem Wort Kampf. Bislang konnte Arminia alle diese Duelle gegen direkte Konkurrenten gewinnen. Zu Hause gegen Mainz, auswärts, ich habe es eben erwähnt, in Gelsenkirchen oder auch am 2. Spieltag, wenn auch sehr glücklich, 1:0 gegen den FC. Wenn jetzt Sonntag ein Sieg oder zumindest ein Punktgewinn für Arminia gelingt, dann wäre das natürlich super wichtig, weil dann folgt noch ein Heimspiel gegen Werder Bremen und danach gibt es die volle Bandbreite mit Bayern München, Wolfsburg, Dortmund, Union, Leverkusen, Leipzig, bevor es dann, aber dann sind wir schon Anfang April, auswärts in Mainz das nächste 6-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten gibt. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Bevor es gegen die ganzen Großkaliber geht, muss ich Arminia noch ein paar Punkte als Polster anfressen oder zumindest den Abstand gleich halten. Mein Tipp für Sonntag, tut mir leid für den FC, aber ihr werdet gegen Arminia nicht gewinnen. Der Punktabstand bleibt mindestens gleich und damit Arminia auch erstmal über dem Strich. Tja. Das ist mal eine Ansage vom Jens. Wir werden nicht gewinnen. Teilt ihr da seinen aus Arminia-Sicht Optimismus? Ich hätte jetzt fast gesagt, ja. Ja, ich halte das für möglich. Also ich sag mal so, wir dürfen uns nicht so dusselig anstellen wie gegen Hoffenheim. Wir dürfen nicht anfangen, dem Gegner jedes Mal Tore zu schenken. Weil wir es halt unheimlich schwer haben, selber Tore zu erzielen. Und da ist jedes Gegentor, was du dir frisst, halt ungemein bitter und ärgerlich. Und demnach hoffe ich einfach, dass wir vielleicht mal den Spieß umdrehen können und vielleicht selber mal ein Tor erzielen können, früh. Weil das wird uns natürlich auch ein bisschen Sicherheit geben. Also ich hoffe eigentlich, dass, ganz ehrlich, wir haben immer, der Bucki hat das vorhin gesagt, immer diese Gistol-Spiele, die auf der Kippe standen. Das war das Spiel in Dortmund, das war das Spiel jetzt in Schalke und wir haben die immer gewonnen. Und wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass die Mannschaft tot ist. Ich glaube halt einfach nur, dass die Mannschaft aktuell sich sehr, sehr schwer tut, Spiele zu gewinnen. Aber wie gesagt, Bielefeld, die Spiele, was ich da bisher gesehen habe, das war jetzt nicht dramatisch schlecht, aber wenn du gegen so einen Gegner, der mit uns da unten drin steht, in das Spiel gehst und nicht sagst, wir gewinnen das, ja, dann kann der FC Köln das ganz einfach machen, Mannschaft jetzt vom Spielbetrieb abmelden und dann gehen wir sofort runter. Also wenn du in das Spiel reingehst und nicht gewinnen willst, dann hast du verloren. Ja gut, andererseits musst du halt aber auch mal wiederum sehen, was wir nicht vergessen dürfen. Wir haben, das Spiel ist Sonntag, ne? Ja. Ja, Sonntag. Sonntag, 15:30. Dann heißt es, wenn das Spiel Sonntag ist, haben wir seit 11 Monaten genau kein Heimspiel mehr gewonnen. Ja, aber jede Statistik ist dafür da, um gebrochen zu werden. Jede Serie genauso. Aber ich meine, jetzt mal wirklich, ne? Ich hätte dir heute nicht sagen können, ob das ein Auswärtsspiel oder ein Heimspiel ist. Ja, wir werden schon nicht dreimal in Folge Auswärtsspiel, ne? Kann man sich in einer Hand abzählen. Ich hätte dir nicht sagen können, ob das ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel ist. Ja, doch, weil es völlig egal ist, ob es ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel ist aktuell. Ja, es ist auch egal, ob es, ja, ist richtig, aber es ist halt nicht egal, dass du gegen Bielefeld spielst und das Selbstverständnis haben musst, dieses Spiel zu gewinnen. Genau. Da bin ich ganz bei dir, Marco. Also, du kannst da nicht mit dieser Gistol-typischen Einstellung reingehen zu sagen, ja, erst einmal muss ich hinter die Null stehe, hier ist die Bielefeld, die sind eine starke Mannschaft, ja, aber die Klos, das ist ein guter Stürmer, das kannst du nicht bringen gegen Bielefeld. Er ist ja gegen Schalke schon am Rande der Ohrfeige, aber gegen Bielefeld, ein Aufsteiger, der seit, was weiß ich, 11 Jahren noch nicht mehr Bundesliga gespielt hat, wo halt der beste Stürmer Fabian Klos ist, und der mehr Tore hat als unsere Stürmer, also nee, da musst du doch sagen, ich gewinne dieses Spiel, auch mit der Aufstellung schon symbolisieren oder suggerieren, dass du jetzt hier planst, dieses Spiel zu gewinnen. Das sehe ich aber genauso.
Also ich sehe das Spiel schon so als Do-or-Die-Spiel, also Do-or-Die-Light-Spiel. Das ist auch. Das ist es doch auch. Tod oder Gladiolen? Das ist es auf jeden Fall. Wenn du das verlierst, Dann wird's eng. dann wird es ganz, ganz eng. Ja. Vor allem, weil es ja auch sein kann, dass Teams wie Mainz oder auch Schalke von hinten ranrücken. Ja, Mainz braucht noch einen Spieltag wie den gestrigen und dann sind die an uns dran mit 2 Punkten. Ja. Na, die spielen jetzt in Stuttgart. Stuttgart ist sehr heimstark, hat zuletzt aber auch auswärts sehr schlecht dagestanden. Also, das hat Stuttgart noch nicht gewonnen, dieses Spiel, sagen wir mal so. Sollte Mainz das am Freitagabend gewinnen, die spielen ja 2 Tage vor uns, ja, dann ist aber, dann gehen die Lichter ab. Dann musst du eigentlich nur Platz 16 verteidigen. Dann geht es schon nicht mehr um Platz 15. Ja, und ich möchte bitte alles, aber ich möchte nicht mit dem ersten FC Köln in die Relegation. Wir wissen alle, wie das ausgeht. Wir Ganz wissen ehrlich. alles, wie das ausgeht. Ganz ehrlich. Dann lieber so Saisons wie in den Ja. anderen Abstiegsjahren. Dann bitte Ja. lieber als Letzter und mit 5 Punkten mit 5 Punkten weniger schon am 32. Spieltag als Absteiger feststehen. Aber ich möchte nicht mit dem ersten FC Köln in die Relegation und mir diese Schmach geben und dann da irgendwie gegen eine Zweitligist zu verlieren. Ich habe jetzt in den letzten 32 Jahren so viel Scheiße miterlebt. Aber das muss ich nicht wirklich nicht echt noch oben drauf haben. Ja, hat man mir selber auch schon ausgemacht. Ich glaube, ich kann das nicht gucken, die Relegation, wenn der FC da spielt. Ich glaube, ich bin dazu nicht in der Aber jetzt mal Lage. im Ernst. Aber ich sage das auch immer, aber ich kann das aber noch weniger es nicht gucken, weil ich weiß, ich habe das einmal ausprobiert. Ich habe es einmal ausprobiert, im Urlaub irgendwie zu sagen, ich gucke das Spiel nicht. Wenn ich weiß, der FC spielt und ich das Spiel nicht gucken kann, ist das noch schlimmer für mich. Dann fange ich Ja. an, in den Ticker zu gucken und dann kriege ich noch mehr Puls. Das kann ich noch weniger als das Spiel zu gucken. Da kann ich ja wenigstens sagen, ja, wie immer scheiße. Und wie immer muss ich mich aufregen. Und wie immer ist irgendwas, worüber ich mich aufregen kann. Aber das ist ja so ganz Blackbox. Das krieg ich persönlich nicht hin. Hängt auch ein bisschen vom Gegner ab, ne? Also gegen Hamburg, Düsseldorf und Bochum bin ich sicher, dass wir das nicht schaffen werden, das da durchzusetzen. Gegen Kiel kannst du vielleicht noch sagen, ja, okay, vielleicht, weil die Mannschaft da vielleicht keine Ehrfurcht vor hat. Aber ich sehe jetzt schon so einen jubelnden Simon Zoller vor mir, wie er in die Maisonne mit ausgebreiteten Armen rennt. Ja, zum 5. Mal in Folge. Hast du mal geguckt, wo Düsseldorf aktuell steht? Pass mal auf, das wird noch Ja. richtig lustig. Ja, also ich habe ja schon gesagt, Düsseldorf, Bochum oder HSV, wenn uns alle da rausschießen. Ja, aber also ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn wir nachher wirklich 16. werden Nein. und uns schießt da einer aus der zweiten Liga ab, seien wir nicht böse, dann haben wir es nicht anders verdient. Wenn du in der Liga 16. wirst mit Bielefeld und Augsburg und wie die alle heißen, hast du es eh nicht verdient. Genau. Vor allen Dingen, guck mal auf die Punkte. Wir haben jetzt 17 Punkte nach 15 Spielen. Das ist ja die Bilanz von einem Absteiger. Ne? 34 Punkte haben jahrelang nicht gereicht, um die Klasse zu halten, hochgerechnet. Du hast halt einfach mega Glück, dass Schalke und Mainz so richtig kacke sind. 15 Punkte sind es übrigens, also nur 30 Punkte in der Gesamtbilanz. Das heißt, du hast einfach nur Glück, dass Mainz und Schalke so richtig, richtig kacke sind und mit 14 bzw. 20 Punkten da einlaufen würden. Oder Mainz hat 14, weil die auch gerade erst gewonnen haben im 18. Spiel. Das ist eigentlich eine Situation, die gab es noch nie, dass zwei Vereine so schlecht sind und hinter dir stehen. Normalerweise bist du mit 15 Punkten der Bodensatz der Liga nach 18 Spielen. Das ist richtig. Aber allein, dass wir hier reden, dass du auf den 13. nur 6 Punkte hast, zeigt halt auch, wie schlecht die Liga ist. Ne? Also vielleicht auch so ein bisschen Corona-bedingt kann das sein, weil vielen die Fans fehlen und so. Kann alles sein. Aber das ist eigentlich eine Saison, die jeder Beschreibung trotzt, die nur davon so ein bisschen gerettet wird, dass Mainz und Schalke noch schlechter sind. Ja. Ja, ich. Das ist richtig. Es ist so. Musst dir mal vorstellen, du könntest dieses Jahr mit 15 Punkten die Klasse halten, ne? Wenn Schalke in der Rückrunde genauso viele Punkte holt wie in der Hinrunde, bleibst du jetzt vor denen, ohne ein Spiel zu gewinnen. Also Augsburg ist in der Saison 18-19 mit 32 Punkten drin geblieben, als Ja, und der 15. HSV mal mit 27 in der Relegationssaison, in der ersten von denen. Also möglich ist es, aber ja, es hat keine Garantie, dass du mit 30 Punkten irgendwas um den Klassenerhalt mitreden kannst.
Oh, ich möchte da heute nicht mehr drüber nachdenken. Nee, aber ich glaube, dein Geräusch, was du gerade gemacht hast, fasst die aktuelle Lage um den FC wunderschön zusammen. Habt ihr noch irgendwelche Dinge, die ihr gerne loswerden wollt bezüglich des FCs? Ja, aber das wird justiziabel. Habt ihr noch irgendwelche veröffentlichungswerten Dinge, die ihr loswerden wollt um den ersten FC Köln? Nein. Also, wie gesagt, es ist ja wieder so eine destruktive Folge, die wir hier haben. Also ich hoffe einfach, dass wir gegen Bielefeld, also ich hoffe einfach immer so ein bisschen, dass die Mannschaft jetzt wieder merkt, jetzt müssen wir vielleicht mal wieder ein bisschen Gas geben. Ich habe immer das Gefühl, die Mannschaft gibt dann so partiell Gas, um dann den, weißt du, das ist wie, als wenn du nur, weiß ich nicht, nur noch, du hast im Auto nur noch Reserve stehen. Da steht, du kommst 20 Kilometer mit dem Auto und du weißt, dass die Tankstelle in 21 Kilometern ist. Das heißt, du gibst am Berg ein bisschen Gas, um genau über den Hügel zu kommen, um dann ausrollen zu lassen. Um möglichst ja, lange ja, ja. mit dem Benzin zu kommen und um ja. genau mit genau an der Tankstelle auszukommen. Und ich habe das Gefühl, wir sind wieder an so einem Hügel, wo wir einmal kurz Gas geben müssen, um über den Hügel drüber zu fahren, damit wir wieder ein bisschen Schwung holen können. Weil also nochmal, ich fand jetzt auch in dem Spiel gegen Hoffenheim, es war ja nicht alles schlecht. Wir haben ja phasenweise gar keinen schlechten Fußball gespielt. Nur wenn es da Richtung 16er geht, so 3 Meter, 4 Meter vor dem 16er, dann ist das die pure Harmlosigkeit. Und wenn wir da einfach ein bisschen abgezockter wären und einfach sich auch vielleicht mal ein oder andere Spieler mal ein Herz nehmen würde, dann kannst du da auch, also jetzt nicht gegen Hoffenheim, aber auch gegen Bielefeld oder gegen jeden anderen Gegner der Bundesliga. Vielleicht bis auf die Bayern kannst du da punkten. Weil, ja. wie gesagt, wir haben schon Punkte geholt gegen Gegner, wo wir gedacht haben, auf keinen Fall holen wir da Punkte. Ja, aber das Spiel gegen Bielefeld jetzt, so, das ist kein Spiel, wo du jetzt irgendwie großartig auf irgendwas hoffen musst. Das ist einfach jetzt ein Spiel, wo du 3 Punkte holen Voll. Musst. Genau. Und nichts anderes. Ja. Du musst Gott verdammt jetzt irgendwie diese 3 Punkte holen und wenn es ein dreckiges 1-0 ist und wenn das Tor meinetwegen Bielefelder mit dem Kopfball jetzt einen Netz macht, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal, aber du musst dieses Spiel einfach gewinnen und dafür gibt es keinen anderen Weg dann vorbei. Genau. Ja, wir brauchen so ein Tor wie die Bielefelder im Hinspiel gegen uns. Ja, ja, aber das ist leider mit Ortega nicht ganz so einfach. Wir haben übrigens vergessen, Marco, seit weiß ich nicht, 6 oder 7 Folgen, dass wir eine Kategorie hier eingeführt hatten, die wir komplett ignoriert haben bis jetzt. Der Mutmacher der Woche. Ja, das da war mal was, ne? Ja. Was macht euch denn Mut, dass wir das Ding doch noch gewinnen gegen Bielefeld? Sagt mal jetzt jeder ein Mini-Statement noch zum Abschluss. Der Buki darf gerne zuerst. Weil dir auch nichts einfällt. Den schwarzen Peter weitergeschoben, ja. Voll erwischt, ja. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich darauf gerade antworten soll. Echt nicht. Also ich bin momentan echt zu einem Punkt angekommen, an dem ich wirklich echt so ein bisschen in Resignation verfalle. Aber der einzige Punkt, der mir halt wirklich in dem Moment, bin ich jetzt gerade so doch noch einfällt, ist wirklich dieser, dass Gisdol halt dann das Spiel gewinnen, wenn er das Spiel braucht. Quatsch, wenn er den Sieg braucht. Und dass Marcus Gisdol im Endeffekt, also ja, dann die Spiele gewinnt, die er gewinnen muss. Und das ist halt so eins. Und das ist für mich eventuell der einzige Punkt, an dem ich jetzt irgendwie sagen könnte, da könnte ich noch ein bisschen was an Glauben rausziehen. Was anderes fällt mir aktuell leider echt nicht ein. Hätte ich mal angefangen. Dann fand ich mich auch meiner. Also mein Mutmacher ist so ein bisschen, dass ich glaube, dass wir vom Spielerischen die Möglichkeit haben, so ein Spiel zu gewinnen. Wir aber einfach unsere Schlafmützigkeit defensiv abstellen müssen. Und wenn wir das schaffen, über 90 Minuten gegen Gegner, der auf Augenhöhe ist, und das ist Bielefeld, mindestens auf Augenhöhe, dann müssen wir mit Wille und mit Konzentration so ein Spiel einfach gewinnen. Und wenn wir das nicht können, dann haben wir auch in dieser Bundesliga nichts verloren. Er hört sich jetzt zwar wieder demotivierend an, aber ich glaube halt ehrlicherweise noch an die Truppe. Ich glaube nicht, dass wir mit der Truppe absteigen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass wir mit der Truppe absteigen werden. So, Punkt.
Ja, und ich sag, dass einfach Emanuel Dennis knipsen wird. Der findet da mit Tolo seinen besten Kumpel. Die verstehen sich auf Anhieb wahrscheinlich super gut, die beiden, und knipsen dann jeder einmal. Legen sich, also der Dennis macht eins und legt das andere dem Tolo auf, der dann in der 80. eingewechselt wird. Pam, pam. Spiel durch. So, und die sind ab dann unser neues Traumsturmduo, die beiden, und werden uns zum Klassenerhalt schießen. Ganz ehrlich, wenn das so eintritt, wie du es gerade gesagt hast, ne, dann geht der nächste Kastenbier auf mich. Steinauto. Krieg ich eh noch einen von dir, Buki. Habe ich nicht vergessen. Ja, dann bring ich neben deinem Buch gleich zwei Kästen Bier mit. Genau. Ja. Gut, alles klar. Ich glaube, wir haben das hier jetzt alles rund gemacht, das Thema. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann wissen wir, wie wir gegen Bielefeld gespielt haben und wissen auch, ob Emanuel Dennis wirklich verpflichtet wurde und ob er da schon geknipst hat oder auch nicht. Ja, und dann wissen wir einfach ganz generell mehr. Dann ist, glaube ich, auch der Transfermarkt dicht nächsten Montag. Also ein guter Tag, um aufzunehmen. Jo, wir bedanken uns zum einen bei unserem Gast, dem Buki. Buki, du darfst noch hier ein bisschen deinen Twitter-Kanal pluggen. Wie findet man dich auf Twitter? Welchen der 7 verschiedenen Nutzernamen ist deiner gerade? Ach, der Twitter-Link ist ja nur Buxen, aber ansonsten findet ihr mich immer da, wo irgendwas zu Markus Gisdol steht. Das stimmt. Einfach mal bei Twitter die Suche. Was ist eigentlich jetzt mit dem Markus Gisdol-Fanclub? Ich warte immer noch auf die Einladung, ne? Da sollten wir eventuell nach dem Bielefeld-Spiel nochmal drüber reden. Buki, wir gewinnen das. Das ist so safe. Allein, weil wir jetzt darüber sprechen, gewinnen wir das. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, also wenn wir gewinnen, machen wir den Markus Gisdol Fanclub auf. Ja. Machen wir. Und tippen alle drei da sofort ein. Vielleicht kann man damals sogar noch irgendwie mal einen Spieler vom FC hier in den Podcast locken, weil die auch immer diese Fanclubs Markus Gisdol, hallo? Markus Gisdol selber, ja. Der hat ja spätestens in 3 Wochen auch wieder viel Zeit. Hab ich nicht gesagt. Ich will mich nicht zu einladen, dann kann ich mich nicht konzentrieren. So, Marco, du darfst auch noch deine diversen Kanäle hier bewerben. Ja, so findet mich unter Ruhrpott Hennis, also Ruhrpott-Hennis, glaube ich zumindest. Ja, so ist es. Und ja, folgt mir, schreibt mir, aber bitte keine Nacktmilchen. Sei denn, Markus Gisdol ist da mit drauf. Send Nudes. Ich bin der KY-Lennep. Auf meinem Kanal gibt's nichts außer Hunde-Content in der näheren Zukunft. Insofern braucht ihr auch nicht folgen. Alles gut. Wir machen das hier jetzt zu. Wir machen den Laden hier dicht, schließen ab und machen das Licht aus. Ich danke euch beiden, dass ihr da gewesen seid. Marco, du bist der Ruhrpott-Hennis. Ich bin KY-Lennep. Und wir sind trotzdem hier.